Wenn man so in seinem Alltag hier drin ist und so, man denkt da gar nicht mehr dran. Also wenn ich ehrlich bin, ich habe hier gar kein Heimweh. IFS, Educational Travel. Ja, als erstes der Punkt mit den Lehrern, die, wie gesagt, viel mehr als Freunde agieren, als jemand, der einen nur rumkommandiert. Was mich hier so fasziniert, ist, wie viel die Schule tut, damit das Lernen auch einfacher gestaltet wird mit Events, die dann mitten im Schultag stattfinden, die einem helfen können und das einfach, dass die Schule mehr Spaß macht. Man kann hier, was ich persönlich besser finde, seine Kurse selber wählen. Und eben somit kann man sich halt auch mehr so spezifisch auf also Sachen konzentrieren und muss nicht alles wirklich machen. Und was ich auch ganz gut fand, also auch so, ich weiß, internationale Schüler, die auch eben selber ihren Club hier gegründet haben und dann das machen konnten, was sie wirklich wollten. Also es muss halt erst von der Schule genehmigt werden, aber... Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, weil Football ist doch ein sehr körperlicher Sport, auch mit einigen Risiken. Aber letztendlich habe ich mir dann doch gedacht, wenn ich jetzt schon die Chance habe, einmal im Leben Football zu spielen, dann mache ich das auch. Man muss auch mental dafür gewappnet sein. Also es ist nicht einfach, wirklich große Hits einzustecken. Aber das Training ist auf jeden Fall sehr hart. Das muss man sich im Klaren sein, weil Highschool-Football ist doch sehr competitive hier auch in der Region. Aber ich glaube, wenn man wirklich in dem Sport interessiert ist und auch neue Sachen lernen will, dann ist es wirklich eine super Möglichkeit, in dieses amerikanische Highschool-Leben einzutauchen. Ich war schon am Strand und ich war jetzt auch schon öfters in San Francisco. Außerdem war ich auch schon in so einem Nationalpark, wo man halt Redwood-Trees sehen kann. In der Park gibt es halt auch schöne so Wineries. Ich meine, man kann da zwar nichts trinken, aber die sind auf jeden Fall sehr schön. Und manche sehen auch sehr so europäischen Vibe. Also der größte Unterschied bei mir ist, wie erstens die Häuser hier gebaut werden und wie groß die Straßen sind. Das ist ein riesiger Unterschied zu Deutschland, das hat mich echt fasziniert. Die zweite Sache ist auch, wie die Menschen hier miteinander umgehen. Es ist viel, viel persönlicher als in Deutschland. Man wird gleich gefragt, ja, wie geht's dir und hallo und schön dich zu sehen und alles. Das hat man so in Deutschland nicht. Also wofür ich Angst hatte, war so zwei Hauptpunkte. Werde ich hier Freunde finden und gut ankommen und sowas? Und zum anderen halt auch so wegen Heimweh und so. Wenn man so in seinem Alltag hier drin ist und so, man denkt da gar nicht mehr dran. Also wenn ich ehrlich bin, ich habe hier gar kein Heimweh. Sollte man schon wissen, welche Schule man bekommt vor der Ausreise, dann ist es wirklich lohnenswert, sich auf dieser Schulwebseite durchzuschauen. Habe ich alles, was die Fächer brauchen? Gibt es irgendwelche bestimmten Formulare, die man ausfüllen muss, um diesen Sport zu machen? Man sollte sich wirklich gut erkundigen, weil wenn man wie ich zum Beispiel nicht wusste, dass man für einen Sport ein gewisses Formular braucht oder sowas, kann es gut sein, dass man in die Schule ankommt, sich denkt, ja super, heute ist Training und dann darf man erstmal zwei Wochen warten, bis man überhaupt von einem Arzt freigeschalten wird. Ja, halt Freunde finden, man muss halt offen sein, auch auf die Leute zugehen und sowas, sich halt beim Lunch irgendwo hinsetzen zu anderen Leuten und man muss halt, darf halt nicht davon ausgehen, dass halt Leute auf einen zugehen, sondern muss halt wirklich selber das machen, weil sie haben so, die Leute hier haben ihre Freunde alle schon und du bist so die Neue und wolltest Freunde finden, deswegen muss man sich da selber wirklich, sag ich mal, zusammenreißen und wirklich irgendwo hingehen, weil sonst wird das Auslandsjahr, denke ich, nicht so schön, wenn man hier nicht wirklich ankommen kann mit auch Freunden und so. IFS, Educational Travel.